069 Baby. Welcome back, OV-Fan. Mein Name ist Leon Korb und heute bei 069 Vibing haben wir Edson. Dieser Artist kommt aus Luxemburg, wohnt gerade in Berlin, ist für die Musik nach Berlin gezogen. Und wenn das kein Indiz dafür ist, wie krass dieser Artist sein wird, dann weiß ich auch nicht. Neben seiner krassen Stimme überzeugt er mit seinem übertriebenen Style und seiner gewaltigen Performance am Mikrofon. Ich meine nicht nur stimmlich, sondern auch, wie er sich bewegt und tanzt. Ich sag's euch, ich würde sagen, überzeugt euch selbst. Let's go! Someday, little tear on me. Don't worry, you'll be okay. I promise you we'll play along someday. Boy, you can let your hair down. Girl, you can cut it off. In my trap, I'll hold you down. There's no such thing as a no. Boy, you can let your hair down. Girl, you can cut it off. In my trap, I'll hold you down. There's no such thing as a no. Someday, someday, beauty, you won't you? You can believe me. I promise you we'll play along someday. You with all the things that you've been dreaming of. We'll provide you with care. We'll provide you with love. We'll provide you with all the things that you've been dreaming of. We'll provide you with care. We'll provide you with care. We'll provide you with love. We'll provide you with love. All the things that you've been dreaming of. Hi Edson, schön, dass du da bist. Hi, freue mich. Hast du gut hierher gefunden? Ja. Wenn wir gerade schon dabei sind, du kommst ja ursprünglich aus Luxemburg und du bist ja nach Berlin gezogen. Was mich interessiert ist, wie man dazu kommt, dass man, wenn man in Luxemburg eigentlich lebt und noch stattfindet, so wie ich den Eindruck habe, nach Berlin kommt, um da ein Ding zu machen. Es ist halt für mich, dass ich eben schon mein ganzes Leben lang in Luxemburg war und ja auch da Musik mache, aber ab
ab einem Punkt sagt man sich, okay, ich möchte gern mit neuen Leuten arbeiten und einfach etwas Neues erleben. Und ich glaube, hier hat man einen schnelleren Workflow, weil man wahrscheinlich gewohnt ist, mehr Sessions zu machen und weil hier auch mehr Producer sind, mehr Songwriter, mehr Künstler. Und in Luxemburg ist die Musikszene noch ziemlich klein. Das heißt, ja, alles ist im Wachsen und hier ist es, existiert es schon länger. Okay, wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Ich werde es jetzt für dich spielen. Und zwar, dieses lovely game heißt Spicy Dicey. Wir haben ein Spicy Dice. Mhm. Du würfelst jetzt dreimal und je nachdem, welche Zahl du würfelst, greifst du mit der Hand rein und pickst einen Zettel. Da sind verschiedene Artists drauf. Deutsche Artists und, ich will jetzt mal sagen, internationale Artists im englischsprachigen Bereich. Und es geht darum, wen würdest du signen, wen würdest du featuren und wen würdest du killen, beziehungsweise kicken mit ihm gar nichts. Okay, mehr. Okay. So, ich gebe dir den Dice. Nice. Wir räumen das mal hier weg. Okay, let's go. Four. Einmal hier reingreifen.
Okay, dann darfst du, genau. Schwester Eva. Oh mein Gott. So, wir würfeln erstmal nochmal. Zweimal, dann kannst du dich entscheiden. So, zu, dann hier. Und die 5, einmal hier. Oh. Also, wen hast du? Ich habe Leon Cobb. Sagt man Cobb? Ja. Okay. Kendrick Lamar und Schwester Eva. So, Schwester Eva kenne ich nicht. Tut mir leid, musste ich killen. Das ist jetzt schwierig. Die beiden Artists stehen halt auf einer Augenhöhe miteinander, gell? Schwierig, ich fühle mich unter Druck. Ja. Under pressure. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, keine Ahnung. Also ich würde sagen, Leon Cobb würde ich featuren und Kendrick Lamar würde ich signen. Würde mich signen. Okay, nice. So, wen hättet ihr gekillt, gefeatured und gesigned? Schreibt gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Baby boy, got my child born. He's a hustler late at night. Undercover baby boy, mixing up my brains out. He is not the mind game type. Undercover baby boy, got me on the ceiling. No sativa involved. He got mafia in his blood. He protects me at all costs. Yeah. Maybe you would miss me. Maybe you would miss me if you touch yourself. Wenn ich deine Musik höre, ich versuche das immer irgendwie einzuordnen, okay, was für ein Genre ist das, was für ein Style, was für Einflüsse sind da. Ich finde, bei dir ist mir das sehr schwer gefallen, einzuordnen. Und ich habe den Eindruck, du versuchst nicht irgendwie einen Style zu kopieren, sondern du versuchst eher mit deiner Art selber was auszudrücken. Und die Frage, oder was mich interessiert ist, versuchst du was auszudrücken? Und wenn ja, was ist dir wichtig in Musik machen? Mein Background ist obviously R&B, aber ich probiere immer verschiedene Influences reinzubringen, ob es jetzt Elektro ist oder Pop. Aber ich probiere immer Freiheit reinzubringen für mich, dass ich einfach mich nicht limitiere oder limitiert fühle. Aber ja, auf jeden Fall ist meine Musik ein
Tool für mich, mich zu expressen. Mhm. Ich bin ein Member von der LGBTQIA Community und das ist mir sehr wichtig, meine Stimme für dieses Thema zu geben. Und ich bin schwarz und das möchte ich auch das möchte ich auch ausdrucken. Meine Geschichte, meine Story, Situations möchte ich damit ausdrucken. Ja, es ist halt für mich wichtig, für marginalized Leute zu reden. Mhm. Ja. Also für die jetzt nicht wissen, was marginalized Leute sind, sind in Deutsch marginalisierte Gruppen. Mhm. Das sind eben Gruppierungen, die oder Menschen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, sind Menschen, die einer Minderheit quasi oder Minderheitsgruppe angehören. Das können Einordnungen in Ethnien sein oder auch eben in Sexualität und so weiter. Also für die es nicht wissen. Genau. Das ist interessant. Das heißt, du hast quasi die Mission in deiner Musik. Erstmal auf jeden Expression, Fall. Aber dann geht es da auch darum, sich selbst zu zeigen und zu erlauben, zu sagen, das bin ich und so bin ich und das ist auch gut. Ja, und für mich ist es auch halt einfach, es hilft mir und ich weiß, wenn ich mir helfe, kann ich auch anderen Leuten helfen, weil wenn ich honest mit mir selber bin, dann bin ich auch mehr, umso mehr relatable zu anderen Leuten. Das ist ein guter Schluss dafür. Erstmal danke, dass du da warst. Dankeschön. Ja, oh, goddamn. Ich schmeiß dir noch rein, okay. Und zum Abschluss, weil du ja obviously jemand bist, der sehr gut mit Fashion umgehen kann, haben wir ein kleines Fashion-Statement für dich. Nice. Ein Aussicht-Sein-Wiving-T-Shirt, nice, nice. Das überreiche ich dir. Vielen Dank. Kann ich in meinen Dance-Classes anziehen. Ja, yeah. Nice. Und kein Druck, aber nächste Woche will ich posten eine Story mit dem Story. T-Shirt. Nein, Spaß. Also, schön, dass du da warst. Ja, alles gut. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, goddamn, Leute. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Krasse Musik, krasser Vocal Artist, krasse Performance, krasser Style, überragender Mensch. Wenn es euch auch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Nicht vergessen zu abonnieren und don't forget to ring the bell. Bis zum nächsten Mal. Peace. 069 Vibing.